Mit der Rapunzel geht es weiter. Mit dem magischen Eierding und dem Cube sozusagen. Wer Traumdeutungsbücher liest, der weiß jetzt Bescheid. Wer nicht, dem kann ich mal Werner Zuflu ans Herz legen. Der beschreibt da seine Träume ab 1969 und da kommt das Ei und der Würfel und ein Knäuel und Schlangen und alles so mit vor, was wir so auch sonst so im normalen Leben sehen können. Aber erstmal zur Repulsine zurück. Und zwar hat mich da eine Nachricht vor 2 Tagen erreicht aus Kanada von Brent R. Mosley. Und der war Meisterelektriker bei White Mud Resources Inc. Das ist wahrscheinlich irgendeine Firma, die da im Betongeschäft tätig ist. Und er hat mir da die Info gesteckt, dass die Wasserfontäne, also der Springbrunnen vom World Trade Center damals, also vom alten World Trade Center, eine Repulsine gewesen sein soll. Na, und das ganze Ding wäre dann wohl angeblich als Energiewandler installiert. Und er geht sogar so weit, dass er behauptet, dass das ganze Ding durch die Repulsine runtergerissen wurde. Ja, das finde ich jetzt schon ein bisschen ganz schön creepy. Aber naja, die Info alleine, was seine Repulsine als Springbrunnen gewirkt hat, ist ja schon mal krass. Und er hat mir dann auch die Info gesteckt, dass dieses Material, was da um die Repulsine praktisch rundherum gebaut worden ist, dieses Becken aus Metakaolin bestehen würde. Und das hätte wohl eine Eigenschaft, dass es elektrische Ladungen ganz gut speichern kann. Und er weiß es deshalb, weil er in Calgary an dem Bau Tower mitgearbeitet hat und dort ist angeblich auf dem zweiten Flur, also auf dem zweiten Stockwerk in der Lunch Area, auch sowas installiert in klein. Und auch irgendwelche Badewannen sind aus dem Material dort gemacht, hat er gemeint. Und deshalb ist er da dahinter gekommen. Tja, das möchte ich euch erstmal nicht vorenthalten. Vielleicht können wir ja mit der Info irgendwas anfangen. Und ich sage erstmal bis später. Lasst es euch gut gehen. Okay, talk about this bathtub with the shower or what? The bathtub Yeah, at tell the me. World Trade Center Yeah. is made with metakaolin so that it can charge with static electric. It's part of the Victor Schrauberger's repulsing engine. It takes a while for the static charge to build up, so they incorporated a metakaolin structure around the World Trade Center to facilitate the static charge. Once the repulsion built up the static charge, it pulled the towers down one molecule at a time, and it appeared to be dust. Since the repulsion can't lift off, it pulled everything down. It was an engineered copy of Victor Schrauberger's very early repulsion engines, used as a theatrical display to scare the population. And that's it.